Hallo, Markus Wecker mit einem weiteren Tutorial zu Adobe Photoshop. Diesmal möchte ich diese Skulptur hier vor diesem Himmel platzieren. Dazu aktiviere ich das Verschieben-Werkzeug, drücke die Maustaste und ziehe die Maus oder den Mauszeiger hier auf diesen Tab, bis es umspringt. Und anschließend kann ich dann den Mauszeiger hier wieder hereinbewegen und wenn ich die Maus loslasse, dann ist das Bild hier platziert. Nun möchte ich das Ganze freistellen. Im Idealfall geht das mit dem Freistellen natürlich immer mit dem Schnellauswahlwerkzeug oder dem Zauberstab, weil es damit einfach sehr schnell geht. Allerdings werde ich in diesem Fall hier nicht viele Möglichkeiten haben, das wirklich schnell und präzise auszuwählen. Besonders in diesen Bereichen hier wird es etwas schwierig. In diesem Fall, wenn ich weiß, dass die Auswahl nicht zu lange dauern wird, dann entscheide ich mich für das Polygon Lasso. Ich aktiviere es und arretiere anschließend die Feststelltaste auf der Tastatur, sagt auch Caps Lock-Taste dazu, also die Taste, mit der man permanent Großbuchstaben schreibt. Zoome noch weiter ein, bewege das Bild hier an einen Bereich, wo ich beginnen kann und Klick für Klick kann ich dann dieses Objekt hier einfangen. Jeweils durch Drücken der Leertaste bekomme ich dann immer, oder wenn ich die Leertaste drücke, bekomme ich die Hand und kann den Ausschnitt verschieben. Sollte ich wie in diesem Fall hier jetzt versehentlich eine Verankerung erstellt haben, beziehungsweise einen Punkt hier verankert haben, dann funktioniert das nicht mit Command Z, diesen Schritt rückgängig zu machen. Das ganze Erstellen der Auswahl wird von Photoshop als ein einziger Schritt gewertet. Was ich machen kann, jetzt kriege ich hier gerade mal versehentlich noch mehrere Klicks, um das zu demonstrieren. Wenn ich jetzt die Löschen-Taste drücke, dann löst sich das wieder. Also das ist die Rückwärts-Löschen-Taste, Backspace-Taste, die sich über der Eingabetaste bzw. Enter-Taste auf der Tastatur befindet. So, einen zurück nochmal und dann kann ich eben hier das Ganze Klick für Klick weitergehen. Hier im unteren Bereich kann ich dann ohne weiteres über den Bildrand hinausgehen und so zur anderen Seite hinüberqueren. Und schließlich endlich muss ich zurück zum Ausgangspunkt kommen, wo ich den ersten Punkt gesetzt habe. Es wäre in diesem Fall hier. Ich kann jetzt an dieser Stelle hier, wo mir der Mauszeiger diesen Kreis anzeigt, klicken oder alternativ dazu, ich kann die Verbindung vom letzten Klick zum Ursprungspunkt durch einen Doppelklick mit der Maus ausführen und durch einen Doppelklick wird dann eben hier geschlossen. Und damit hätte ich das Ganze jetzt ausgewählt. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder über das Menü Auswahl bzw. den entsprechenden Menübefehl hier die Auswahl umkehren. Und anschließend das Ganze löschen. Allerdings ist das nicht meine bevorzugte Methode. Ich versuche nicht destruktiv zu arbeiten, deshalb mache ich das nochmal rückgängig. Ich lasse die Auswahl so, wie ich sie vorher gehabt habe und erstelle stattdessen eine Ebenenmaske. Das erstelle ich hier in der Palette Ebenen via Klick auf dieses Symbol mit dieser Waschmaschine oder des Fotoapparats, je nachdem, wie man es sehen soll, sehen möchte. Es ist das Symbol eines Kanals. Und wenn ich eben hierauf klicke, dann fügt mir Photoshop eine Ebenenmaske hinzu. Der Bereich, der vorher außerhalb der Auswahl war, ist jetzt schwarz. Der Bereich, der in der Auswahl drinnen war, der ist weiß. Schwarz in der Ebenenmaske bedeutet, dass der entsprechende Bereich der Ebene ausgeblendet ist. Weiß in der Ebenenmaske bedeutet, dass er sichtbar ist. Eben genau hier, wo ich die Auswahl hatte, ist die Skulptur noch sichtbar und der Bereich darüber hinaus ist ausgeblendet. Es gibt dann zusätzlich noch den Trick, ich kann bei gedrückter Alt-Taste auf diese Maske klicken und dadurch nur die Maske anzeigen. Ebenfalls mit einem Alt-Klick komme ich wieder raus. Und ein weiterer Trick ist, wenn ich bei gedrückter Shift-Taste auf die Maske klicke, dann wird sie deaktiviert. Man sieht das, indem sie auch hier durchgestrichen dargestellt. Und man sieht eben, ich habe das Bild immer noch komplett zur Verfügung. Ebenfalls mit einem Shift-Klick darauf kann ich das Ganze wieder einblenden.